Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf My Study Guide. Wenn du gerade mit der STEOP an der WU Wien begonnen hast, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, weil hier bekommst du die 10 wichtigsten Tipps für den Studienstart. Tipp Nummer 1: Learn ist dein Freund und deshalb nutze es so schnell wie möglich und mach dich so schnell wie möglich damit vertraut. Learn ist die interne Plattform von der WU, wo du alle möglichen Informationen zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen findest. Dort gibt es einerseits zu jeder Lehrveranstaltung einen Syllabus. Das bedeutet, dort findest du, was wird in dieser Lehrveranstaltung überhaupt gelehrt, dann wie sind die Beurteilungskriterien, welchen Prüfungsmodus gibt es und auch welche Lernunterlagen brauche ich dafür, also welche Bücher, welche Skripten. Dann findest du direkt auf der Plattform auch zu der jeweiligen Lehrveranstaltung die verschiedenen Lernunterlagen. Das heißt, es gibt Aufgaben und Übungsmaterialien, die man nutzen kann. Und es gibt auch ein Forum bzw. einen Chat. Das heißt, wenn Fragen aufkommen, kannst du zu der spezifischen Lehrveranstaltung dort einmal schauen, ob jemand anderes schon die gleiche Frage hatte und die vielleicht schon beantwortet wurde. Oder du kannst sie dort direkt hineinstellen und bekommst dann dort eine Antwort. Zweitens, nutze Musterklausuren. Musterklausuren sind Altklausuren aus dem Vorsemester. Das heißt, genau so wurden diese Fragen, die du dort drin findest, schon einmal gestellt. Und die sind einfach ganz gut, damit du einen gewissen Einblick bekommst oder ein gewisses Gespür dafür, wie die Fragen gestellt sind, wie detailliert sie gestellt sind und auch, wie gut dein Wissen schon ist. Das heißt, einmal kannst du sie dir vor dem Lernen anschauen, bevor du überhaupt anfängst, damit du weißt, wie detailliert musst du lernen. Und dann, wenn du fertig bist oder fast fertig, dann kannst du dir die Musterklausuren anschauen und durchgehen, um dein Wissen zu überprüfen und zu schauen, bist du fit für die Prüfung. Das heißt, dann schaust du, dass du es innerhalb der richtigen Zeit machst und kannst dann schauen, wie viele Punkte hast du erreicht, bist du eben rechtzeitig fertig geworden. Musst du schneller werden, musst du dir gewisse Themen noch einmal genauer anschauen und kannst dich so bestens auf die Prüfung vorbereiten. Das heißt, Musterklausuren auf jeden Fall immer nutzen. Als dritten Tipp würde ich dir stärkstens empfehlen, die Angebote der ÖH zu nutzen. Die ÖH ist die österreichische Hochschülerschaft und vertritt die Studierenden gegenüber der WU. Und dort kann man sich jederzeit Befragen hinwenden. Die sind sehr kompetent und können einem sehr gute Auskunft geben zu fast jedem Thema, was das Studium betrifft. Neben dieser Beratung haben sie auch noch verschiedene andere Angebote, beispielsweise den LV-Planer. Der ist super, damit man sein Semester planen kann, um zu schauen, überschneiden sich Vorlesungen, gehen sich die aus, wann mache ich was. Gerade wenn man in höhere Semester kommt, ist das dann essentiell, weil man da teilweise so viele Lehrveranstaltungen und Möglichkeiten gleichzeitig hat, dass man da dann sehr einfach schauen kann, was geht und was geht nicht. Dann gibt es auch den Prof-Check. Dort kann man Professoren und Professorinnen bewerten, beziehungsweise kann auch sehen, wie sie bewertet wurden. Und anhand dessen kann man sich dann aussuchen, zu wem man in eine Vorlesung gehen möchte und zu wem er nicht. Es gibt auch die Bücherbörse, die ist im Teaching Center, im dritten Stock, glaube ich. Und dort bekommt man gebrauchte Lehrbücher, das heißt, dort kann man auch super mal vorbeischauen. Dann gibt es Veranstaltungen und Events von der ÖH organisiert. Da kann man beispielsweise gut Leute kennenlernen. Und das ist auch einfach ganz nett. Auch ganz wichtig, es gibt Office 365 von Microsoft. Das ist für Studierende ganz kostenlos. Das heißt, das könnt ihr euch über die ÖH auch installieren. Würde ich direkt am Anfang machen, dann könnt ihr PowerPoint verwenden, Word und so weiter und so fort. Der vierte Tipp: Vergesst nicht, euch zur Prüfung anzumelden. Und zwar ist es so, gerade in der STEOP hat man Vorlesungen und man hat Prüfungen und die Vorlesungen und Prüfungen sind entkoppelt. Das heißt, man muss nicht zur Vorlesung gehen, um die Prüfung ablegen zu können. Man muss aber auch nicht die Prüfung machen, nur wenn man die Vorlesung gemacht hat. Das heißt, ihr müsst euch unbedingt extern noch einmal für die oder abseits der Vorlesung noch einmal für die Prüfung anmelden. Und dürft das nicht vergessen, da gibt es auch eine Anmeldefrist. Nach dieser Anmeldefrist gibt es keine Ausnahme mehr, dann kann man sich nicht mehr anmelden. Das heißt, da rechtzeitig da sein. Es gibt immer genügend Plätze, aber wichtig ist eben, dass ihr innerhalb der Anmeldefrist seid. Es gibt auch eine No-Show-Regelung zu beachten. Und zwar ist das, dass wenn ihr angemeldet seid, aber dann nicht zur Prüfung antretet, werdet ihr für 10 Wochen gesperrt für diese Prüfung. Und das ist im Bachelor schon ziemlich lang.
Deshalb unbedingt beachten, die No-Show-Regelung gibt's. Deshalb, wenn ihr angemeldet seid, auch hingehen oder innerhalb der Abmeldefrist noch rechtzeitig abmelden. Fünftens, das sollten die meisten von euch jetzt schon kennen, falls noch nicht. APIS und VVZ sind für euch als Studierende eine essentielle Informationsquelle. Das APIS, dort meldet ihr euch für Vorlesungen an und für Prüfungen. Das ist einfach eine, auch eine Website von der WU, wo man sich mit seiner Matrikelnummer und seinem Passwort einloggen kann und dann eben anmelden zu den Lehrveranstaltungen und den Prüfungen. Das VVZ ist das elektronische Vorlesungsverzeichnis. Dort findet ihr alle Vorlesungen aufgelistet, wann sie stattfinden, wann man sich dafür anmelden kann, wann die Prüfung stattfindet, wo sie stattfinden etc. Das heißt, diese zwei Tools von der WU auf jeden Fall nutzen. Da kommt ihr eigentlich gar nicht drum herum, aber deshalb schaut euch das auch gleich an, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert. Sechstens, es gibt eine sogenannte Stundentafel, die seht ihr hier jetzt gerade eingeblendet. Und zwar ist es einfach ein Plan von dem gesamten Studium, wo ihr alle Vorlesungen seht, die ihr, bis ihr euren Bachelor abschließt, belegen müsst und absolvieren müsst. Die findet ihr auf der Website der WU, den Link gebe ich euch in die Infobox, dann könnt ihr direkt dorthin finden. Siebtens, es gibt auch so eine Übersicht für die Großprüfungswoche. Das heißt, sobald die Prüfungstermine für eine Prüfungswoche feststehen, könnt ihr auf der Website der WU die Prüfungstermine einsehen und seht dann genau, wann was stattfindet. Den Link zu der Prüfungswoche im Oktober gebe ich euch auch direkt in die Infobox, dann könnt ihr da mal vorbeischauen und habt den Überblick. Achtens, Netzwerken, Netzwerken und Netzwerken. Wenn ihr studiert, ist es unglaublich hilfreich, wenn ihr euch innerhalb des Studiums unter den Studierenden vernetzt, weil man sich dadurch einfach gegenseitig aushelfen kann mit Informationen, man kann gemeinsam lernen etc. Das heißt, schaut da, dass ihr einerseits in die ganzen WhatsApp-Gruppen joint, falls ihr WhatsApp habt. Da gibt es auch einen Link mit allen Links zu den WhatsApp-Gruppen, den verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Das heißt, da auf jeden Fall mal vorbeischauen und ansonsten nicht zu Hause sitzen und alleine lernen, außer ihr seid unbedingt der Typ dafür, der gerne allein lernt. Aber ansonsten sucht euch Lerngruppen, organisiert selbst auch Lerngruppen, dann macht das Ganze viel mehr Spaß und man kann sich eben wirklich unterstützen. Der eine kann in dem Thema vielleicht was beisteuern, der andere in dem Thema und so kann man sich ganz gut ergänzen und sich gegenseitig Dinge erklären, die man vielleicht noch nicht so gut verstanden hat. Neuntens, nutzt StudyDrive. Das gehört so ein bisschen zum Netzwerken dazu. Und zwar ist StudyDrive eine Plattform, dort findet ihr Unterlagen und Zusammenfassungen von anderen Studierenden. Die können teilweise sehr nützlich und hilfreich sein, gerade wenn man so einen groben Überblick bekommen möchte, wie sich andere vielleicht darauf vorbereitet haben. Oder wenn man eben noch eine andere Zusammenfassung bekommen möchte. Vorsichtig allerdings hier, die Zusammenfassungen sind oftmals nicht ganz vollständig. Das heißt, man sollte sich schon den Stoff auch selbstständig erarbeiten, damit man sicher gehen kann, dass man alles abgedeckt hat. Aber es kann auf jeden Fall ganz hilfreich sein als Ergänzung. Der zehnte und somit letzte Tipp ist, dass ihr euch schon sehr bald mit den SBWLs beschäftigt und euch anschaut, welche Voraussetzungen es gibt. SBWLs sind spezielle Betriebswirtschaftslehren, die ihr im Verlauf eures Studiums wählen könnt. Die sind jeweils im Umfang von 20 ECTS und damit könnt ihr nochmal einen persönlichen Schwerpunkt im Studium festlegen. Für diese SBWLs muss man sich bewerben und es gibt eben gewisse Aufnahmekriterien und beispielsweise sind die Aufnahmekriterien teilweise der Notenschnitt oder die Studiendauer, der Studienfortschritt. Und damit ihr euch da nichts verbaut, könnt ihr beispielsweise direkt jetzt, wo ihr mit der STIOP gerade beginnt, euch bei der ÖH mal kundig machen. Die haben so ein Prospekt, wo alles gut zusammengefasst ist, welche SBWLs für euch aus dem heutigen Blickpunkt interessant klingen und welche Voraussetzungen die haben und dann könnt ihr genau auf dieses Ziel hinlernen. Ist jetzt nicht essentiell, aber kann einem für später einiges erleichtern. Das waren die 10 Tipps zur STEOP an der WU. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr die sehr gerne in den Kommentaren stellen. Dann antworte ich euch dann noch sehr gerne drauf. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.